Schönen guten Morgen zu dieser Filmklassiker-Review, nämlich «Der Pate». Ich habe jetzt wirklich mal «Der Pate» Teil 1 geschaut und ich muss sagen, ich verstehe jetzt, warum das einer der besten Filme ist, der jemals gedreht worden ist bis jetzt. Das fährt schon mit der Musik, also das Theme gehört man in jedem Mafia-Film. Das ist wirklich so mit den Geigen, das ist super. Auch die erste Szene, oder? Es ist Hochzeit von der Tochter vom Don. Und man sieht immer Hochzeitspassagen. Also, es ist eine italienische Hochzeit in Amerika. Und in den Hinterzimmern ist der Don Vito Corleone in seinem Sessel mit der Katze. Es ist wirklich toll. Und Schauspieler, oder? Der Marlon Brando ist ja einer der besten Schauspieler, sagt man. Und er hat ja für diesen Film auch den Oscar bekommen. Und ich verstehe das, weil man hat wirklich so das Gefühl, man tritt an einem Vulkan entgegen. Oder der Marlon Brando ist ja nicht gross, 1,75. Das ist jetzt nicht das Grösste, was er machen kann. Anbringen, aber er ist es massiv. Und vor allem sein Gesicht ist es massiv. Also, aber man merkt immer wieder, wie der Vulkan brodelt. Also, manchmal ist er ganz still und sacht und dann explodiert er. Und Familie ist für ihn das Ein und Alle. Und dann kommt ja der Al Pacino als Michael Corleone, erbt ja das Familienunternehmen. Und das ist dann die absolute Power, jung und kühl und berechnend. Es ist wirklich sagenhaft. Also schauspielerisch, erzählmässig, super. Was mir ein bisschen fehlt, ist die starke Frauenrolle. Es gibt schon so Anspielungen von Diane Keaton, wo dann ihre Mann so hinterfragt. Aber ich sage das darum. Natürlich, der Film ist aus dem 72, aber man sagt ja immer, hinter starken Männern steht auch eine starke Frau. Das merkst du jetzt da nicht so. Auch beim Vito Corleone, also beim Pate, seine Frau ist so eine richtige italienische Mama, aber jetzt nicht so auf Geschäft und auch den Rücken stärken. Sie ist da, aber auch nichts sagen. Und dein Keaton ist so, ich bin ein bisschen kritisch, aber ich weiß auch nicht genau, was mein Mann macht. Also das ist der einzige mini Punkt, den ich habe. Aber ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Der sollte ja noch besser sein, laut den Kritikern. Und der spielt auch einer meiner wahnsinnig Lieblingsschauspieler mit. Nämlich der Roberto Di Niro spielt ja dann eben der Vito Corleone in der Jugend und dann sieht man immer, was sein Sohn macht und was er früher gemacht hat. Das wird mega cool. Das werde ich wahrscheinlich auch morgen machen. Den zweiten Teil schauen. Eben, viel habe ich nicht viel gemacht. Also ich habe wirklich nicht so viel gemacht. Ich bin auch ein bisschen weg vom Computer. Wahrscheinlich schaue ich heute noch einen Streamer. Also heute sind die Aufnahmen, die ich eigentlich gestern aufrufe. Ich weiß aber noch nicht, ich nehme die Review gerade so auf nach dem Film. Wahrscheinlich schaue ich noch ein bisschen ins Internet und morgen wahrscheinlich eben Pate 2. Weiß ich aber noch nicht, vielleicht gehe ich auch kurz online, wenn jemand will quatschen. Ihr könnt euch auch melden, also im Verlauf des Tages, wenn ihr jetzt die Aufnahme gehört. Dann können wir etwas abmachen. Also, mal wieder ganz etwas anderes an den Tagebucheintrag, aber ein Klassiker wie der Pate, der Godfather. Verlangt das. Also, was bleibt mir noch zu sagen? Außer bleibe gesund, bleibe fresh und bis morgen. Tschüss zusammen!